Heute sind wir im Bereich Schlafen unterwegs und dort bei einem Trendthema, das im Moment alles umgibt, das ist das Thema Boxspring. Boxspring, was ist das, wozu braucht man das? Das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Wozu brauchst du jetzt das Thema Boxspring? Boxspring ist eines der Trendthemen in den letzten Jahren und mehr oder weniger stößt man immer wieder auf diese etwas höheren, bisschen kastiger wirkenden Betten. Boxspring, das Wort besteht aus Box und Spring, bedeutet einfach, dass die Unterfederung im Bett eine Spring ist, eine Feder, die in einer Box, in einer Kiste, vereinfacht gesagt, angeordnet ist. Wir alle kennen das normale Thema des Bettes, das heißt, ich habe einen Bettrahmen und darin liegt ein Lattenrost. Beim Boxspring ist das anders. Es ist dort kein Lattenrost, sondern es ist dort eine Feder, die in einer Kiste quasi die Unterfederung für die Matratze bedeutet. Bezeichnend für das Thema Boxspring ist oft die Höhe. Wir werden sehr oft von euch darauf angesprochen, dass man diese etwas kastigeren wirkenden Betten mit einer schönen Komforthöhe gerne hätte. Das ist ein bezeichnendes Merkmal für Boxspring, weil wir durch die Box und die Matratze oft in Höhen kommen, die sich zwischen 60 bis hin zu 80 cm abspielen. Das nennt man dann im Bettenbereich auch die Komforthöhe. Das muss nicht so sein, das kann aber sein. Beim Boxspringen ist es noch wichtig, dass man darauf achtet, dass die Box, die Kiste, also die Unterfederung, auf der die Matratze liegt, eine gute Durchlüftung hat. Das zeichnet auch wirklich ein gutes Boxspringbett aus. Schaut mal zurück in der Geschichte des Boxsprings, dann war Boxspring immer mit einem Massivholzrahmen gebaut und mit sehr vielen Naturmaterialien, damit das ganze Bett in seiner Höhe, in seinem Paket atmungsaktiv bleibt. Schaut mal heute auf die Boxspringbetten, die es so in der Breite gibt, dann stellt man oft fest, dass beim Boxspring die Durchlüftung der Box fehlt. Deswegen hier darauf achten, dass man entweder einen offenen Boden hat, auf dem die Federn sitzen, oder überhaupt das Thema Durchlüftung gewährleistet ist. Das kann man über die Box machen und auch über die Matratze. Das heißt, das aufeinander abgestimmt wäre dann oder zeichnet ein gutes Boxspringbett dann letztendlich aus. Bei der klassischen Boxspring-Variante haben wir in der Box einen Federkernkorb und darauf eine Matratze, meistens auch mit dem Federkern. Das muss aber nicht so sein. Und für uns im Haus ist es wichtig, dass wir gemeinsam mit euch die richtige Box zur richtigen Matratze raussuchen, damit das perfekte Bett entsteht. 6 bis 8 Stunden Schlaf benötigen wir in der Nacht, ein Drittel unseres Lebens im Bett. Dadurch wird deutlich, wie wichtig das Thema Schlafen für uns alle ist. Viel mehr rund ums Thema Schlaf und ums Thema Boxspring findet ihr auf unserer YouTube-Seite Meine Möbel, mein Zuhause oder besucht uns doch ganz einfach in einem unserer Häuser bei der Wohnidee in Staubenhardt oder den Kramnitz in Eberstadt.